Willkommen zurück zu Legend of Zelda The Minish Cap. Hier im Walde haben wir noch ein paar Sachen übersehen. Zum einen diese große Fee hier, die auf uns die ganze Zeit gewartet hat für ein neues Upgrade, was wir uns jetzt holen werden. Eine grüne Fee. Eine grüne Fee. Dann glaube ich schon mal eine gelbe und eine blaue. Und jetzt haben wir auch noch eine grüne. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber ich glaube, das war die letzte. Willkommen beim Brunnen der Abenteurer. Darf ich dir einige Fragen mit deinem Abenteuer stellen? Natürlich. Das Flamme-Element war das erste, was du errungen hast, nicht wahr? Nein. Ach so ist das. Gut, nächste Frage. Dein Großvater heißt Albrecht, oder? Kann sein. Zur Strafe ziehe ich alle Pfeile. Was? Was? Was zum... Ey! Oha, sorry, dass ich den Namen meines Opas nicht mehr weiß. Das ist schon lange her, dass ich ihn besucht habe. Schon seit... Wann war Folge 1? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Also, das ist nicht nett. Das macht man nicht, oha. Okay, ich habe den Namen vergessen. Das ist schon sehr, sehr böse. Okay, das war nicht das Erste. Das war das Ad-Element. Nein, er heißt nicht Albrecht. Nächste Frage. Melter vom Gonkelberg hat 7 Schüler, stimmt's? Kann sein. Okay, stimmt. Heißt die Frucht, die man isst, um die Menschen zu verstehen, Laberbirne? Nein. Hat der jetzige König von Hyrule, Dartus, einen weißen Mantel? Nein, der hat einen roten Mantel. Ja, das ist alles richtig beantwortet. Du bist richtig ehrlich und so. Deshalb werde ich dir helfen. Großen Pfeilköcher. Ja, toll, du hast mir alle meine Pfeile genommen. Kannst du mehr Pfeile tragen? Mögest du erfolgreich sein? Danke, aber... Oh, okay, sie haben mir meine Pfeile zurückgegeben. 99 Pfeile! Und so schnell können wir jetzt schießen. Nice. So, ich bin hier auf dem Friedhof. Denn zum einen gibt es hier links einen Schmetterling, der letzte der drei. Beim anderen konnten wir schneller graben, jetzt können wir schneller schwimmen. Das bringt uns zwar jetzt nichts mehr, die kriegt man irgendwie viel zu spät, aber hey, immerhin haben wir sie. Ah ja, und zum einen, hier ist eine Kiste mit... Fragment. Und hier drin war ja eine Lady, mit der wir noch nicht reden konnten. Diese Geister-Lady, mit der konnten wir noch nicht traden. Weil uns das Stück gefehlt hat. Aber jetzt haben wir dieses Stück. Jetzt bin ich gespannt, was sie noch uns dazu bieten hat. Die Rosa Genie. Aha. In einem Hyrule Town. Ein Wasserfall geht auf. Ha. Huh. Das checken wir uns doch ab. Aber wie gesagt, ich mache nicht jeden einzelnen Trade im Spiel. Das war ein Grab, aber was macht ihr möglich? Ich bin mir nicht sicher, hat sie noch irgendwas anbieten oder war das das Einzige? Ich guck kurz nach. Ah, sie will nochmal, okay. Kann sein, dass sie ständig will. Dass man mehr oder weniger halt bei ihr irgendwie alles nachholen kann oder so, das könnte ich mir vorstellen, aber... Ah, ja. Die ganzen Bäume, kann das sein, dass sie die alle aufmacht? Ja, die Kisten hole ich jetzt nicht, das ist halt Geld oder... Sonst was, Fragmente, keine Ahnung, ihr wisst schon, was das ist. Ich brauche das halt jetzt alles nicht. Und das wäre jetzt unnötige Zeitverschwendung, weil ich das jetzt noch alles holen würde. Nee, mehr hat sie nicht. Ja, ich schau mal. Okay, hier ist also was Neues. Und zwar 100 Muscheln, nee, 200 sogar. Ja, wie gesagt, die werde ich sowieso noch gebrauchen können. Also spart mir ein bisschen Zeit. Wegen dem Geldfarmen. Oh ja, okay. Ich zeig euch halt, was hier drin ist. 100 Muscheln. So, seid zufrieden. Nicht rumheulen. Dankeschön. So. Da rechts war auch noch was, was wir geholt haben. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle Bäume eigentlich schon gehabt. Ja? Na gut, da oben nicht, aber ich kann euch sagen, da wird kein Herzteil sein. Das Wichtigste, die Herzteile, die haben wir alle. Okay, zurück zum dunklen Schloss. So, ich glaube hier bei diesem Bosskampf gegen diesen extrem starken Ritter waren wir stehen geblieben. Weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe mir ein bisschen voll gestackt. Ein paar Sachen. Pass auf, Map am besten nochmal aufhaben. Oben ist eine Kiste. Krieg ich die schon? Was zum... Sind das Schlüssellöcher hier? Ich habe das Gefühl, die Antwort darauf ist ja. Also... Ja, doch. 4 Schlüssel, um an diese Kiste zu kommen. Wahrscheinlich ist da der Boss-Key. Okay. Weil Dungeon-Item gibt es ja nicht mehr. Wir haben jedes einzelne Item im Spiel. Also das muss ja das eigentlich sein. Okay. Dann
weiter. Oh mein Gott, zwei von euch. Gott. Oh. Ah. Ja, ich kann ein bisschen austricksen. Ich kann ein bisschen austricksen. Wegen der komischen Hit-Detection im Spiel. Wow, wie hat der mich nicht getroffen? Ich habe kein einziges Leben verloren. Wow. Das war jetzt zweimal dieser Gegner und ein Gegner davon war viel, viel schwieriger. Oder vielleicht war es noch ein anderer Gegner. Vielleicht war der erste, den wir bekämpft haben, auch irgendwie ein bisschen anders. Das kann sein, aber Junge, das war viel einfacher als erwartet. Mauli, Mauli, ey, ach komm. Hier Speedrun-mäßig jetzt unterwegs. Miau, warte, da treffe ich nochmal. Miau, miau, miau. Let's go. Was finden wir hier überhaupt? Bestimmt noch ein dieser Ritter, oder? Habe ich so die starke Befürchtung. Hallo? Oh, Geister! Die wollen mich ablecken! Ah! Lass mich in Ruhe! Nein! Hilfe! Hä? Ich habe nur einen getötet und auf einmal sind alle tot. War nur einer richtig, anderen fake? Ich weiß nicht. Okay. Cool. Oh. Es gibt vier Ecken und in jeder Ecke kommt man zu einer Kiste. Mit jeweils einem Schlüssel. Alles klar. Okay, wir müssen also jede Ecke abschließen. Das heißt, oben rechts haben wir schon mal abgeschlossen. Und dann rennen wir den Weg wieder zu. Ich kann noch nicht sagen, ob wir heute Vati sehen werden, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier der Boss sein wird. Ich meine, das macht am meisten Sinn, dass er es ist. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir den heute hier bekämpfen. Erst beim nächsten Mal. Ich überlege gerade, welchen Weg könnte ich einschlagen, um am besten irgendwo lang zu kommen. Oh Gott, okay, hier nach oben. Verstanden. Kann ich einfach spammen ein bisschen? Nee? Oh, yes! Sehr gut! Ich hab das in die falsche Richtung gesetzt. Das war sehr lucky für mich. Komm, setz mal ein. Schade. Na komm, vielleicht krieg ich ihn in der Ecke hier. Irgendwie. Na komm. Bitte Detection, hallo? Das war... jetzt hab ich ihn erwischt. Okay. Das gebe ich ihm. Mann, ich bin in der falschen Seite. Ja, ich muss an die Ecke kommen, wo sein Schild nicht ist. Aber er dreht das nicht die ganze Zeit, ne? Okay. Der erste Ritter war das Schwierigste, die anderen sind Loser im Vergleich. Aua. Oh, die Hand. Wenn er die ganze Zeit im Schatten ist und dann nichts passiert. Passiert, dann ist das die Hand. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Teleporter hier habe, sonst wäre ich jetzt wirklich wütend. Ja, dann wäre ich sauer. Dann wäre ich schon fast ausgerastet. Nee, geht das nicht, aber. Das wäre schon eine Inconvenience gewesen, die nicht sein müsste. Ich kann einfach hier durchrushen. Aber schnell weg. Aber schnell weg. Ah! Oh Gott, okay, ich verstehe. Ich verstehe ganz genau, was gewollt ist. Und das während diese blöden Hände auf einen zukommen die ganze Zeit. Komm, irgendwie muss ich noch was erwischen hier. Komm. Okay. Okay. Okay, let's go. Man muss hier alle vier innerhalb des Zeitlimits abschießen. Haben wir geschafft. Wunderbar. Das war falsch. Ja, ich war mir nicht sicher. Das ist so dieses typische Standard-Zelda-Puzzle hier. Oder nicht? Hm? Achso, nee, doch nicht. Das ist etwas anderes hier. Ich kann nicht nach unten. Was ich machen kann, ist... Ja, runterfallen, ein geheimer Raum. Wow, 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 wow. Bam, bam. Stirb. Habt ihr was für mich? Ein Key? Bin ich überhaupt? Ja doch, hier müsste doch ein... Hä, müsste hier nicht ein Key sein? Ach, wahrscheinlich hier oben, oder? Jetzt macht die Tür auf. Ja, wo will ich jetzt hin? Nee, erstmal hole ich hier oben den Key, dann gehe ich nach draußen. Sonst werde ich nicht bereuen, dass ich ihn nicht geholt habe. Yeah, die Hälfte haben wir schon mal. Das läuft sehr gut bisher. Das
Sehr, sehr gut. Danke, ich weiß, Controller. Der Controller muss aufladen. Okay. Aber hier ist noch nichts mehr. Hä? Was hast du hier nur für die Vasen oder was? Hier ist nichts. Fahr ich wieder zurück? Wenn ich die nach unten schiebe? Ja, okay. Ich komme also wieder zurück. Na gut. Okay, renn! Hallo, lass mich durch! Okay. Ja, wenn man brennt, kann man nicht die Türen durch, aus irgendeinem Grund. Okay. Wie war es hier nochmal? Abwarten und Tee trinken. So war das hier. Und durch! Ja. Mann! Okay. Wartet. Jetzt! Nein! Ich erspare euch das. Geht doch, war doch nicht so schwer. Hä? Wo kommt die denn her? Aber die sind anders gefärbt, ne? Einer ist grün, einer ist rot. Ich muss ja versuchen, mich mal ranzukriegen, weil dann. Ja, genau so! Komm schon, irgendwie krieg ich das dann bestimmt ein, oder? Ah, jetzt ist es gerade ein bisschen blöd. Oh, da habe ich einen. Warte, aber ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich einfach den hier mache? Funktioniert das? Yo, das funktioniert richtig gut! Oh, danke. Ey, danke. Brauche ich zwar nicht, aber danke, Mann. Das funktioniert richtig gut tatsächlich. Ja, oder so. Okay, da habt ihr eine Taktik für die. Spin Attack funktioniert besser als gedacht. Okay, gehen wir erstmal nach unten und dann nach rechts. Ah, ich weiß ganz genau, was das ist, aber krieg noch ein paar Herzen. Danke, danke. Und ob ich das First Try schaffe. Ja, guck mal, ich bin super in sowas. Ja, ich habe jahrelang geübt. Pokémon und was auch immer, Puzzlespiele, Undertale, alles mögliche. Hey! Okay, einer von denen ist ja echt, die anderen sind fake. Ich verstehe diesen Raum nicht, aber na gut. Ich finde die Figuren lustig. Ah, jetzt sind wir hier! Ja, ich tue gerade so, als wüsste ich, wo wir gerade sind. Ich weiß nämlich nicht, aber ja, wow, hier sind wir hier. Krass. Hier ist aber auch nichts. Ich finde diese Außenebenen hier ein bisschen langweilig, weil hier nicht wirklich was abgeht. Wir können nach oben und nach unten. Gehen wir erstmal nach oben. Weil oben ist auf jeden Fall der Key. Der dritte Nummer 3. So. Und dann. Was könnte unten sein? Eine Abkürzung? Ach, Heilung. Ja, gut, okay. Schätze ich. Ah, nee, Auffüllung. Bomben- und Pfeile-Auffüllung, weil das Spiel denkt, man benutzt die Pfeile und Bomben sehr viel. Kann man machen, aber das Schwert der 4 ist halt einfach stärker und keine Ahnung. Ich benutze das einfach lieber. Sorry. Das muss ich ja nicht nochmal machen. Einfach durch. Jetzt können wir uns das letzte Ding holen. Ah genau, hier ist dann der Bossraum. Und hier ist noch ein Spinner, den ich jetzt easy peasy kaputt hau. Oha. Oha, also wenn man die Technik hier nicht hat in diesem Schloss, dann ist man wirklich aufgeschmissen, glaube ich. Also man kann das schon schaffen, natürlich. Aber das macht's einfach. Also macht's halt einfacher. Wie stehe ich das denn an? Okay, lass mich überlegen. Nein! Blödes Feuer hält auch so lang an. Hör auf zu brennen, Mann. Lass mich überlegen. Ich glaube, das war jetzt schon mal falsch. Nee, das wird falsch sein. Ist auf jeden Fall falsch. Oder warte, kann ich einfach einen Spin Attack machen? Ich meine, gib mal einen Grund, warum der Spin Attack nicht funktioniert. Ja! Eben! Hä?
Einfach geskippt, jetzt, go! Ja, nö, es ist mir egal. Ich mach kein schweres Rätsel hier, wenn ich einfach Spirit Attack machen kann. Hier können wir runterfallen. Oben ist der Schlüssel, unten weiß ich nicht. Ich gehe erstmal. Nein! Ich wollte erstmal Schlüssel holen. Egal, wenn ich jetzt schon mal unten bin, dann gehe ich jetzt nicht nochmal hoch. Warum ist der Schlüssel als letztes? I don't know. Egal, passiert. Nicht so schlimm. Aua! Ey, Probleme! Seid Problem-Skellies! Und droppt nicht mal was dafür! Ist eine Falle oder was? Wenn ich hier runterfalle, ist das unnötig? Okay, der Raum hier soll eine Falle sein. Okay. Ich habe ihn trotzdem gemacht, ja? 100%? Mhm. 100%? Mach ich trotzdem! Alle Schlüssel! Jetzt geht es auf zum Kampf! Was mache ich noch heute? Mache ich in der nächsten Folge? Ich schau mal, wie ich das alles zusammenschneide. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Bosskampf. Der befindet sich nämlich da ganz oben. Okay, das schneide ich euch. Ach nee, da war er direkt hier. Ein Raum noch links. Naja. Ah nee, ach so, warte. Nee. Ach Gott, nee, warte. Ich muss ja erstmal die vier Schlüssel abgeben, um überhaupt den großen Schlüssel zu bekommen. Davon muss ich nach ganz oben. Ja. So, hätte ich auch einfach zum Portal gehen können. Egal. Kling, 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 kling. Das haben wir alle. Und hier verwandeln wir uns jetzt in vier kleine Linkies. Der Link ist ja noch ein Kind. Wie ist das ausgegangen? So schwer? Also, so schwer ist der Stein jetzt auch wieder nicht. Na komm! Yeah! Let's go! Er öffnet große Schlösser. Das will ich aber mal hoffen, du. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit, denn ich bin es auf jeden Fall. Okay, vielleicht bin ich noch nicht bereit. Ich muss kurz abspeichern. Ganz dringend. Okay, let's go. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören. Doch ihr kommt zu spät. Wenn die Glocke noch dreimal läutet, ist die Zeremonie beendet. Und mit dem dritten Glockenschlag werde ich Erzdämon Fati sein. Tja, und Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Ich mag aber Steine. Was ist das für ein weißer Block? Oh je, wir haben keine Zeit mehr! Lass uns auf das Dach gehen! Oh! Wir müssen wohl noch ein bisschen kämpfen, bevor wir nach oben kommen. Na komm, schmeiß. Schmeiß dein Kackding. Und jetzt! Stirb! Alter! Oha! 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 Spann dich! Jetzt bist du tot! Geld! Okay. Hast du die Glocke gehört, Mike? Nur noch zwei Schläge, Beeilung! Ja, ich weiß doch, ich weiß es doch! Ich glaube, wir haben ja kein wirkliches Zeitlimit, sondern es ist alles so storybasiert. Oh Gott, bitte. Ich muss ja erstmal die ganzen Banditen killen. Ja, oder so. Okay, vier Schalter, vier Links. Ein Link für alle Fälle. Ja, 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 ja. Block. Komm, schnell, schnell, schneller, schneller. Oh nein, nicht die Pinguine. Die Glocke hat schon wieder geläutet. Was sollen wir nur tun? Noch ein letzter Schlag. Und es ist alles vorbei. Oh mein Gott. Oh no! Okay, warte, wir wissen ja, wie man gegen die ankämpft. Let's go! Wow, 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 wow. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Okay, versuch's nochmal. Aber nochmal versuchen! Es wird schon funktionieren! Yeah! Ein Hit immerhin dran bekommen. Aber. Okay. Okay. Komm. Oder mach halt nicht. Wenn du nichts machst, dann mach halt nichts. Jetzt! Ja? Das ist halt die beste Taktik, die ich immer noch habe, ne? Ansonsten kann ich versuchen, mit Bomben noch was zu richten. Oh ja! Bomben stunt die! Ach stimmt, da habe ich ja vollkommen vergessen, dass das so ist. Lol, habe ich komplett vergessen wieder, aber ja, ist halt so. Okay, was mit Pfeilen? Funktionieren Pfeile bei denen? Überhaupt nicht, okay.
Boomerang würde die bestimmt auch stunnen. Aber ich versuche nochmal meine Lieblingstaktik. Die Spin Attack! Denn die funktioniert natürlich auch ziemlich gut. Wie und yeah! Yes! Noch der eine rote. Na komm, gib auf! Verdammt. Verdammt, hat mich bekommen. Nein! Verdammt! Ich bin nie auf die Attacke vorbereitet. Yes! Bam! Pack den Teppich übrigens, das ist richtig cool. In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorüber gewesen. Aber ihr müsst mich ja ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämonen der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Ha! Was zum... Ah! Oh, gleicher Raum? Wird jetzt ein Kampf kommen? Was denkst du denn? Ihr stört mich jetzt nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Was zum... Awesome.